Die Firma Geberit hat den Logistikpreis am Abend gewonnen. Ein Sanitärtechnikproduzent, auch ungewöhnlich, aber hier sieht man, die Bundesvereinigung Logistik ist immer für eine Überraschung gut. Mehr dazu später hier und damit herzlich willkommen zu Tag 2. Es geht weiterhin um die Flexibilität, die Sicherstellung und die Nachhaltigkeit hier beim Logistikkongress in Berlin. Die Welt wird immer globaler, auch Logistikprozesse werden immer globaler, was es nicht unbedingt einfacher macht. Aber es gibt ja Ansätze, um eben Logistikprozesse zu internationalisieren. Und hierzu haben wir einen interessanten Gesprächspartner. Weltweite Logistikketten sind tatsächlich heute Realität. Und der Ausgangspunkt der Länder ist sehr unterschiedlich. Die Zielstellung der Weltklimagipfel ist, dass die 9 Milliarden Menschen in 2050 jeder im Durchschnitt nicht mehr als 2 Tonnen CO2 ausstoßen. Deutschland stößt heute fast 9 Tonnen aus. Das heißt, wir haben alle sehr unterschiedliche Ausgangslagen und Sie haben recht, jedes Land sieht das Thema etwas anders. In den letzten 5 Jahren ist der Globalisierungsgrad aller Logistikketten gestiegen. Die Fertigungstiefe von wichtigen Industrien ist weiter gesunken. Die Anzahl der Wertschöpfungspartner ist gestiegen, sodass wir heute über weltweit verteilte Logistikketten sprechen. Und insbesondere Logistikdienstleistungsunternehmen müssen weltweit mit vielen Partnern kooperieren. Und um hier tatsächlich in logistischen Netzen Nachhaltigkeit zu erzeugen, benötigen wir einen weltweiten Standard, den wir heute noch nicht haben. Aus dem Dreiklang des Kongressmottos flexibel, sicher, nachhaltig ist die Sicherheit natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor in der Logistik. Die Firmen versuchen das mit Risikomanagement einigermaßen abzudecken, das Risikomanagement in Wertschöpfungsketten. Ich kann Ihnen sagen, so wie wir es heute betreiben, das ist ein Aufwand von maximal 1-2 Manntage im Monat und das Ergebnis, denke ich, hat man gesehen und das ist also vom Aufwand-Nutzen-Verhältnis auf jeden Fall positiv. Jedes, auch kleinere Unternehmen, kann mit diesen Tools, die ich eben gezeigt habe, vielleicht in etwas abgespeckterer Form ein Risikomanagement betreiben. Wir müssen noch mehr Augenmerk drauflegen, jetzt gerade auch wie hier in der Branche, auf die Wirkungsketten, auf die Rückwirkungsschäden. Diese ganze Thematik ist für unsere Welt noch zu wenig erkannt. Wir sehen aber aus unseren Statistiken, die über Jahrzehnte zurückgehen, dass eine Zunahme von Naturkatastrophen da ist und natürlich auch eine Zunahme von Schäden. Multikausal, ganz klar, aber das müssen wir ganz genau beobachten. Das ist existenziell für alle Beteiligten, um die Versicherbarkeit auch langfristig noch herzustellen. Ja, und das, was wir am Anfang angekündigt haben, werden wir nun umsetzen. Wir werden sprechen mit dem Preisträger des Logistikpreises 2011, das ist die Firma Geberit. Ja, und bei mir steht Gerd Heilfinger. Sie sind der Logistikchef des Unternehmens, wenn man es so sagen kann. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Waren Sie da überrascht? Vielen herzlichen Dank für den Glückwunsch. Wir waren zum einen natürlich schon überrascht, auf der anderen Seite waren wir uns aber auch bewusst, dass wir eine sehr gute Lösung und ein sehr gutes gesamtheitliches Konzept eingereicht haben. Wir haben eigentlich entlang der Supply Chain, beginnend beim Produktentwicklungsprozess bis hin zu unserem Kunden, alle Prozesse analysiert, angeschaut, verändert bei Bedarf. Und haben einfach neue Organisationen und eine neue Struktur geschaffen und eine aus Konzernsicht eine Gruppenlogistikorganisation etabliert im Unternehmen. Und wir haben jetzt eine Zentralisierung vorgenommen und haben mit dem Logistikstandort Pfullendorf eine detaillierte Modellanalyse vorgenommen, Quelle-Sinke-Beziehungen. Und wir haben mit dem neuen Logistikzentrum in Pfullendorf eine zentrale integrierte Konzernlogistik geschaffen und können unsere Kunden nunmehr aus einer Hand sozusagen beliefern. Die Fachausstellung rund um den Logistikkongress ist natürlich ein wichtiger Bestandteil in jedem Jahr bei diesem Logistikkongress und wir wollten mal von den Ausstellern und den Fachbesuchern wissen, beschreiben Sie doch mal den Logistikkongress in einem einzigen Wort. Das ist sehr spannend und auch teilweise lustig geworden. Schauen Sie sich das mal an und ich sage schon mal Tschüss, bis morgen. Sehr, sehr groß. Networking. Vielseitig. Integrativ. Gute Stimmung, wirtschaftlich gesehen. Nachhaltigkeit finde ich super wichtig. Sehr interessant, sehr unterhaltsam und sehr gute Leute. Ich würde sagen zeitgemäß. Verjüngung. Interessant, lecker, spannend.